Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, wie angekündigt, heute die Poppin' Pilz Factory. Mal schauen, wie wir hier klarkommen. Wir haben uns natürlich nach der Horde wieder die panzerbrechende Munition eingesteckt. Hab selbstverständlich auch das Turret mit am Start. Das würde ich sagen. Platzieren wir doch schon mal vorsichtshalber. Aktiviert habe ich sie, ja. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Sehen tue ich so niemanden. Schade eigentlich. Alter, sind das viele rote Punkte. Geht's euch noch gut? Da sehe ich doch jemanden. Hi. Ihr dreht doch Alarmlätzchen, oder? Noch ein Korb. Schick. So. Ah, ja. Das ist der offizielle Weg. Ich gucke lieber noch mal. Da ist zu. Da ist zu. Das war durchschlagend. Kommt da noch einer raus? Auch. Naja, wir gucken jetzt mal erstmal rein. Vielleicht ist das auch nur. Genau, dann bin ich unter die Treppe, wo es den absoluten Mega-Loot gibt. Ich bin begeistert. Ansonsten weiß ich nicht so ganz, was das hier jetzt soll, aber. So. Dann geht's also die Treppe hoch. Ich mag es nicht, wenn ihr rennt. Na? Interessant. Runter kann ich da auch, okay. Die ist verschlossen. Na gut, dann wissen wir, wo es lang geht.
Habe ich mir doch gedacht, die liegen ja immer da irgendwo so rum. Beziehungsweise stehen. So. Denke mal, dass du hier ganz gut aufgehoben bist. Verschlafen die ganze Aktion? Nee. So, also auf dieser Seite, ist klar. Ist ja nett von euch. Da oben vom Dach. Interessant. Das schreit nach Geier. Da vorne runtergelaufen war. Ist hier runtergesprungen, alles klar. Sausack. Gut, da links ist eine Lampe. Ja, wie gesagt, looten im Anschluss. Beide? Ach, Mist. Ja, Drohne, ich sehe auch hier so viel, ne? Verschlossen. Die ist. Ja gut, kaputt, würde uns aber nicht hindern jetzt. Ist auch verschlossen. Was genau? Ich gucke erst nach unten. Das Spiel ja eigentlich so behauptet, dass ich hier nicht lang soll, wenn die kaputt ist. Wir würden da auch gegenspringen. Ja, was öffnest du? Zieh dich einfach mal hier. Dann schauen wir mal. Ich tippe auf das Tor. Sind tot? Nee. Wie ist er denn gestorben dahin? Ich habe keine Ahnung. Gut. Was mir das sonst bringen soll hier jetzt? Okay. Ist das auch aufgegangen? Ja. Jetzt erstmal keine Ahnung. Ich würde ja mal sagen, wir gehen den Deckel da runter.
Echt, sehe ich hier keins verschlossen. Okay. Hat sich das Thema eigentlich erledigt? Hier raus ist ja auch Quatsch. Nö, das macht für mich jetzt keinen Sinn. Turret habe ich einstecken, dann gehen wir jetzt hier runter. Was soll passieren? Poppenpilzkiste. Das ist eine Schlafmütze. Da ist jetzt auch nur so ein Rucksack drin. Da würde ich behaupten, geht das hier weiter? Genau. Hi. Auch wieder interessant gemacht. Kenne ich so überhaupt noch nicht. Ich sehe hier keinen Weg. Also von daher. Gehen wir mal wieder hoch. Also das ist ja kein Schalter hier. Dann ist die wahrscheinlich offen, alles klar. Ja, ich kann es mir fast denken. So, wir räumen jetzt mal ein bisschen auf. Ach Quatsch, aber damit wir hier nicht hängen bleiben. So, das sollte wahrscheinlich reichen. Die Mumie hier noch mit rein. Laden den noch mal einmal nach. Dann let's get ready to rumble. Hat sie mich doch erwischt, wa? Miststück. Sehr aufmerksam.
Okay, verstehe ich nicht, aber muss ich ja vielleicht auch nicht. Jetzt bin ich aber wieder ein wenig verwirrt. So hier wieder raus. Okay, da ist noch mal ein Schalter. Ach so, das hat er jetzt mitgeöffnet. Das Ding ist noch verschlossen. Ja gut. Spannend. Gegen wen? Genau, Klappe zu. Alter, wie viele Wege gibt's denn hier? Ich werde mich gleich verlaufen, ich bin mir sicher. Irgendeinen Sinn muss diese Treppe hier wohl auch haben. Ah, ja, so nicht. Damit ich hier in die Kiste rankomme, ist ja interessant. Ja, komm, ja, dann nehmen wir uns die mit. Absolut wichtiger Kram. Das soll offensichtlich nicht. Na gut, aber dann wissen wir, wo es weitergeht. Dachten wir. Was war das Tor? Ach, von dieser Seite ist entriegelt, oder? Okay, da ist der Hauptloot. Kann ich das wieder schließen? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Stellen wir mal dahin. Wechseln auf die Waffe hier. Dann bricht jetzt ja wahrscheinlich gleich die Hölle los. Vollständig gesäubert haben wir es noch nicht.
Wundert mich aber auch nicht. Was soll ich damit? Wo ist die Drohne? Da ist die Drohne. Nehmen wir mal ein bisschen Zeug ab hier. Nö. Das war's noch nicht. Aber wir sind doch hier beim Hauptloot. Sehr spannend. Ja, so ganz bestimmt. Hier war noch irgendwo eine Leiter. Da. Spiel. Boah, ist das verwinkelt. Ja, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger geht. Das machen wir noch zu Ende. Wir sind ja hier so knapp vom Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Hier hinten vielleicht. Jetzt ja wieder abwärts. Ha! Gut, dann gucken wir hier so mal rein. Arias ist. Kannst du da vernünftig? Halt, stopp. So ist doch brav. Den können wir lesen. Stellt sich mir nur die Frage, was möchte das Spiel denn jetzt noch von mir? Wahrscheinlich da hinten die Treppe runter. Könnt ihr mal aufhören, alle zickzack zu laufen, oder? So, also das Gebiet, wir haben es noch nicht. Hi. Da ist noch einer. Ja, wie viele sind das? Meter. Alter, also ich finde auch den Hauptblut. Na gut, wir haben ihn ja, aber. Tatsächlich jemanden übersehen. Ach, die Tür hat mir noch nicht geöffnet, richtig.
Zurück zum Händler. Gut, dann würde ich sagen, den Hauptloot, auch wenn ich der Meinung bin, dass das nicht alles war, haben wir gesehen. Ich loot den Laden hier zu Ende und wir machen Feierabend für heute. Ja, ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.